Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und der Julian ist auch dabei und wir werden heute richtig viele Packs auf meinem RTG-Account ziehen. Besser gesagt, nicht normale Packs, wir werden 4 Dreier-Inform-Packs ziehen. Heute ist Mittwoch im Video, wir werden direkt um 19 Uhr 2 Stück davon öffnen und morgen bekomme ich dann meine Elite 1 Rewards, also nochmal 2 Dreier-Inform-Packs und 2 100k-Packs. Das sollte richtig ballern, das Team of the Week ist auch richtig gut. Die drei besten sind natürlich Aguero, Hazard und Neymar. Ansonsten sind auch richtig gute Spieler mit dabei mit Nacho 86, Ginter 86, Müller 87. Bailey sieht ziemlich gut aus. Genau. Und Müller ist noch am Start. Nee, habe ich den gerade schon genannt. Hast du schon genannt? Timo ja. Horn meinte ich mit einer 86. Der ist auch noch ganz nice. Natürlich gibt es auch extrem viele 81er Informs. Also die Wahrscheinlichkeit, da was Schlechtes zu ziehen, ist natürlich gegeben. Und wir checken mal ganz kurz den Transfermarkt ab. Ob schon ein Spieler auf dem Markt ist, dann können wir eigentlich ziehen. Nehmen wir einfach mal Timo Horn. Der müsste eigentlich schon gezogen sein. In der letzten Woche konnte man die ganzen Inform-Packs machen. Deswegen werden das jetzt wieder extrem viele machen. Guck mal, wie günstig der schon ist, Alter. Deswegen 86. Werde ich die auf jeden Fall jetzt ziehen und dann über Nacht behalten. Die werden dann nämlich wahrscheinlich steigen. Okay, wir haben davon 4 Packs in diesem Video. Von dem her starten wir einfach mal rein. Ich würde sagen, du eins, ich eins. Ich starte einfach mal. Ich hatte noch nie was Gutes in einem Inform-Pack, noch nie. Und ich hatte jetzt schon echt viele. Vielleicht klappt es ja heute mal mit der Top 3. Wäre extrem geil, dann könnten wir uns echt bald wieder was richtig Heftiges holen. Ich starte rein. Mit dem ersten Pack. Ciao, Leben. Argentinien, Belgien oder Brasilien, bitte. Okay, das ist Nacho. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Weil da gibt es natürlich auch viele 81er, 82er und so. Ich glaube, es gibt nur einen 81er, aber es gibt halt auch viele Müll-Informs. Und der Nacho, der sieht schon echt richtig stark aus. Würde ich persönlich nicht spielen, weil er so klein ist. Aber dem sollte man einen plus 10 Körpergröße-Chemie-Stil geben können oder sowas. Das wäre wirklich perfekt, dann wäre der richtig stark. Aber der sollte was wert sein. Wie gesagt, ich werde ihn über Nacht behalten. Das war letztes Team of the Week vor ein paar Wochen, wo es die Inform-Packs gab. Auch so. Nur Alter, ja, nice. Das Pack geht übel klar. Sehr, sehr geil. 80.000. Alter, voll teuer eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, es haben einfach unfassbar viele Leute wieder die Inform-Packs am Start und die ballern jetzt alle ihre Informs auf den Markt und unterbieten sich gegenseitig. Deswegen darf man da auf keinen Fall jetzt verkaufen. Die steigen dann alle wieder über Nacht. Wenn ihr welche habt, könnte man sich sogar überlegen, die aufzuheben für ein nächstes Team der Woche oder genau. So. Genau. Ich meine, das muss nicht das letzte sein, was so krank ist. Alter, der ist ja auch übel gut was wert. Da gab es ja die Footness-Karte auch von dem. Der hat irgendwie 2 Tempo mehr, dafür 2 Dribbling weniger. Der hier hat viel Physis, der Footmas Muriel wenig Physis, dafür hat der weniger passende Footmas wieder. Finde ich irgendwie krass, wie unterschiedlich die Karten machen, sodass man halt auch einen Grund hat, quasi die Footmas-Karte ja noch wertzuschätzen. Ja, ne? Genau, dass man die nicht umsonst gemacht hat. Und der hat auch kranke Werte, 88 Stärke. 87 Abschluss, auch auf jeden Fall heftig. Hat der Forster Weakfoot, kann es sein, und Skills. Ja, das ist schon echt ein guter Spieler. Also ist natürlich jetzt, es gibt natürlich mittlerweile geilere, aber für so ein günstiges Team ist das auf jeden Fall eine geile Karte. Und der Thomas, den können wir uns auch kurz noch anschauen. So auf den ersten Blick sieht er natürlich kacke aus, aber der hat immerhin eine 83er Bewertung. Genau, das ist dann ganz gut, wenn es mal wieder solche Inform-Pack-SBCs gibt, spart man sich einen 83er. Ja. Könnte noch steigen. So vielleicht auf 15k oder so. Okay, ich habe eigentlich schon echt gut vorgelegt. Ja, normalerweise hast du ja immer ein bisschen mehr Glück. Mal ich weiß gar nicht, ob ich nach so einem Pack überhaupt ziehen will, weil... Ach, komm, irgendwann muss man doch mal Glück haben, irgendwie einen der Top 3 zu ziehen. Ja, letztes komm. Jahr habe ich es nämlich öfter mal geschafft. Soll ich? Ja. Let's go, komm. Wir ziehen Julius jetzt einen aus der Top 3, meinetwegen auch Top 4 bei dem Team der Woche. Es gibt so viele gute Informs, bitte. Das ist Muriel, das Beste. Ja, ich habe es mir gedacht schon. Das war schwierig zu überbieten. Ah, Mann. Aber er war ein bisschen was wert, das hast du gesehen. Ja. Das ist jetzt kein Thomas oder so. Ja, ist okay. Ist okay. Ich habe ja noch 2. Und der schlechteste ist er wirklich nicht. Vielleicht ist ja dieser Cassie noch drin. Ja, der hat auch kranke Werte.
Immerhin keinen 81er. Also ich meine, es gab nur einen, hast du ja gesagt. Ja, Cassie. Der wäre, ja, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Ramirez. Ja, über Nacht wird er seine 20k kosten. Wenn ich so, ja, weiß nicht, 60k pro Pack mache, wäre ich schon zufrieden. Wobei das erste Pack könnte über 100k bringen. Aber ja, der Start war schon ganz okay. Könnte schlechter gelaufen sein. Hätte aber auch um einiges besser sein können. Aber wie gesagt, wir machen einen kleinen Cut und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Bis gleich. Alles klar, weiter geht's mit Teil Nummer 2 des Pack Openings. Heute mittlerweile Donnerstag und die ganzen Spieler habe ich dann über Nacht verkauft. Und das sind echt richtig gut Münzen rumgekommen. Hier noch ein überteuerter Verkauf für die ganzen Leute, die immer wieder fragen, ob ich das immer noch mache. Ja, mache ich immer noch und es läuft nach wie vor richtig, richtig gut. Ihr müsst da einmal in 100 Spieler investieren oder 90, wie ich zum Beispiel, und danach eigentlich nie wieder und macht dauerhaft Coins. Das ist richtig gut, kann ich jedem empfehlen, der es noch nicht macht. Und wie ihr sehen könnt, bei dem Muriel konnten wir für 48.000 verkaufen. Das war richtig nice. Der hat wiederum gar nichts gekostet. Aber Nacho Fernandes, 94.000 Münzen. Das war richtig, richtig stark. Fast 100.000 Münzen. Also das war schon eins der absolut besten Inform-Packs, die wir in FIFA 18 gezogen haben. Dann haben wir noch zweimal den guten Thomas gehabt. Den konnte ich zweimal für 14k verkaufen. War ganz in Ordnung. Und jetzt haben wir, wie gesagt, nochmal eine neue Ladung an Packs. So, da sind sie. Deine Weekend League Belohnungen können abgerufen werden. Und wir haben jetzt mittlerweile schon wieder so viele Coins. Momentan geht es richtig schnell. Vor allem halt auch deswegen, weil wir so viele Inform-Packs jetzt hatten. Das ist einfach nur überragend. Außerdem bekommen wir für Elite 1 nochmal 125.000 Münzen. Das ist absolut geil. Und ja, ich bin schon zufrieden, wenn die Inform-Packs so sind wie gestern, weil die waren insgesamt wirklich mega gut. Haben über 200.000 Münzen eingebracht. Vor allem das eine Pack war natürlich überragend. Das andere natürlich nicht ganz so stark. Aber schauen wir mal rein und dann, ja, starten wir ganz entspannt mit den 100k-Packs. Komm schon. Ja, bei den Elite-Rewards ist man immer so ein bisschen aufgeregt. Kann natürlich immer was richtig Krankes dabei sein oder halt absoluter Müll. Wir starten rein mit, ja, einem 100k-Pack. Piszczek. Alles klar. So kennt man es von meinen 100k-Packs. Die sind absolut schlecht. Jedes Mal einfach. Ach du Scheiße. Immerhin noch Dembele ist ganz in Ordnung. Kostet der noch überhaupt irgendwas? Also 4000 Münzen. Basti Schweinsteiger ist auch am Start. Mit Höhe wird es noch einen zweiten 83er. Und ansonsten, ja, das war mal wieder ein Reinfall. Also aus dem Pack machen wir so gut wie gar keine Münzen. Ich schätze mal so um die 30.000, wenn überhaupt. Zieh mal direkt das zweite 100k-Pack. Komm schon. Aber da erwarte ich auch nichts irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber das wird ein Inform. Das ist schon mal nicht schlecht. Wer ist das denn? Okay. Ach du Scheiße. Das kann ja schon gar nichts mehr Gutes dann sein in dem Pack. Ich weiß noch, ich hatte mal in so einem 100k-Pack Lukaku. Deswegen habe ich gerade kurz gehofft, Hazard, Neymar oder Aguero zu ziehen, aber Vidosic ist absolut nicht das, was wir wollen. Und ich glaube, da kann jetzt auch kein heftiger Walkout mehr dahinter sein. So ist es, war mal wieder absolut schlecht, die 100k-Packs. 2,84er immerhin, 3,83er in Form, also das kostet dann ja vielleicht so 40.000, wenn überhaupt. War jetzt nicht so heftig. Aber nun gut, jetzt kommen wir zu den wichtigen Packs, zu den beiden Inform-Packs, ja, es ist so unwahrscheinlich, da einen aus der Top 3 zu ziehen, aber wir müssen es doch irgendwie schaffen. Okay, es ist relativ sinnlos, jetzt nochmal nach den Spielern zu suchen, weil die alle schon 3 Informs oder so haben. Da wird man wahrscheinlich nicht direkt rausfiltern können, wie viel die jetzt kosten, aber ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Inform-Pack. Alter, das wäre einfach so krass, von einem Tag auf den anderen mit so einem Aguero hätte man direkt die Coins für was richtig Heftiges. Oh mein Gott, nice, nice. Alter, ich dachte gerade kurz, das wird Thomas, aber es wurde zum Glück nicht Thomas. Weil Thomas wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Das wäre absolut schlecht gewesen. Aber Fekir ist einer der Besten im Team der Woche und er bringt auch über 100.000 Münzen. Das ist richtig stark. Sehr, sehr geil. Da kann auch sogar noch ein bisschen was dahinter sein. Schau mal gleich mal rein. Nicht wundern, dass da gerade stand Niklas Rasek. Checkt auf jeden Fall mal das Video auf FGU ab. Dann wisst ihr Bescheid, um was es da geht.
haben wir noch was Gutes drin. Fekir ist schon mal richtig gut. Wenn jetzt nichts drin ist, dann passt das. Alter, what? Das ist richtig gut. Seit wann sind die Inform-Packs gut? Fekir kostet 140, 130, 140.000. Alter, wie geil ist das denn? Also ich muss mir echt überlegen, was ich mir demnächst hole. Ob ich eine neue Ikone hole, ob ich mein Team umbaue oder whatever. Aber Fekir bringt schon mal richtig viel ein. Okay. Hat gerade nicht so gut funktioniert. Horn ebenfalls mit einer 86. Der kostet nochmal 40.000. Also das Pack bringt, glaube ich, gute 180.000 bis 200.000 Münzen sollte das eigentlich einbringen. Überragend. Und Cassie bringt dann nochmal, ja, definitiv nicht 52.000. Ich glaube, der ist auf Abstoß so 15.000. Bin ich mega zufrieden mit. Mehr erwarte ich da gar nicht. Das ist absolut perfekt. Und dann können wir jetzt ganz entspannt das letzte Pack ziehen. Und da bin ich mir irgendwie sicher, dass es nochmal richtig schlecht sein wird, weil ich gerade Glück hatte. Irgendwie ist es immer so. Ich weiß auch nicht, warum. Alter, wie geil! Let's go, Mann! Zweimal Fekir. Alter, wir machen so viel Cash mit diesen Rewards. Richtig nice. Und das freut mich einfach schon, wenn das Pack über 100k kostet, weil ich gewohnt bin, dass das immer auf Abstoß ist. Oh mein Gott, zweimal Fekir. Überragend, ey. Das bringt uns mega voran. Wir können demnächst unser Team nochmal richtig fett verbessern. Ich werde, wie gesagt, darauf warten, bis die Monthly Rewards kommen. Je nachdem, was ich da dann rausziehe, werde ich dann mir überlegen, wie es weitergeht mit meinem Team. Ob wir jetzt nochmal so viel Glück haben, wie bei dem Pack davor und da noch ein 86er drin ist. Ah, ich wage es stark zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal rein, was ist drin. Ach du Scheiße! What? Wie geil ist das denn, Alter? Holy shit! Niemals, Alter. Seit wann habe ich Glück? Also das Pack ist mal überragend. Das müsste wirklich mit Abstand unser bestes Elite-Pack sein. Was geht ab, Alter? Seit wann habe ich Glück in den Packs? Sollte uns... Die ganzen Informs sollten uns easy über die 1 Million Münzen bringen. Da können wir uns sowas Krasses wieder rauslassen. Richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich den auch heute noch verkaufe oder auch bei dem nochmal einen Tag warte. Das muss ich mir mal überlegen. Aber der kostet schon mal richtig gut was. Und Nacho, den hatte ich ja gestern schon. Und der hat mir damals, was heißt damals, heute, circa 94k eingebracht. Und der ist sogar wieder ein bisschen gestiegen. Richtung 100k wieder, beziehungsweise ist gut geblieben bei 95k ungefähr. Und der Timo Horn, den haben wir ja gerade nachgeschaut, 40k, also so um die 250.000 bis 300.000 mit dem Pack. Wahnsinn, Alter. Richtig, richtig geil. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen fetten Like da. Schaffen wir die, ich sag mal, 6.000 Likes für das Video. Würde mich auf jeden Fall freuen. So macht Foot Champions dann direkt 5-mal so viel Spaß. Einfach, wenn es sich lohnt. Ja, so viele Spiele zu machen, wie ihr wisst, ich habe 35 Spiele am Sonntag gemacht und jetzt so geile Rewards zu bekommen, ist einfach nur unfassbar geil. Ich freue mich bald, das Team nochmal fett verbessern zu können, dann bin ich raus. Macht's bis, war noch immer gut, haut rein und ciao.